Herzlich willkommen bei Krone oder Kasperl. Es tut sich gerade sehr viel in der Sportwelt. Deshalb sind wir heute wieder da, gemeinsam mit Peter Frauneder. Den darf ich bei mir begrüßen. Schön, dass du heute wieder da bist. Kann ich nur zurückgeben, liebe Kim. Wir haben ja jetzt länger nicht miteinander die Ehre gehabt, das machen zu dürfen. Wobei es sind überhaupt, glaube ich, 2-3 Sendungen aus verschiedensten Gründen ausgefallen. Ja, schön, dass wir jetzt wieder hier sind. Und wie du schon gesagt hast, es gibt einiges zu reden, aber eines weißt du vielleicht nicht, was wir noch reden müssen. Erzähl mir mehr, was habe ich verpasst? Wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Das ist nämlich die 75. Ausgabe schon von Krone oder Kasperl, man glaubt es kaum. Und jetzt lasse ich dich oder frage ich dich einmal aus, wer glaubst du, hat am öftersten die Krone bekommen? Ich habe mich ja schon ein bisschen vorbereitet. Ich wusste schon, dass wir heute ein Jubiläum feiern, ein kleines. Also da freue ich mich einmal sehr drüber. Du hast das mir im Voraus schon verraten. Aber wer da jetzt wirklich die Krone und den Kasperl am öftesten bekommen hat, kann ich kann es nur schätzen, weil ich auch nicht bei jeder Sendung dabei bin. Und ich würde jetzt bei der Krone tendieren zwischen Alaba und Thiem. Das ist ein sehr guter Tipp gewesen. Ich kann da verraten, ich habe es nämlich extra rausgeschrieben oder besser. Meine liebe Assistentin, die Franziska Nöhrer, hat mitgeschrieben, hat genau ein Buch geführt. Dominic Thiem 6-mal, damit klar voran. Auf Platz 2 ex aequo unsere Skistars Marco Schwarz und Matthias Mayer, je 4-mal. Und der von dir angesprochene David Alaba gemeinsam mit dem LASK hat sie 3-mal bekommen. Naja, du hättest sozusagen, eine Sache muss ich einwerfen, gut geraten erstens und zweitens, Sportler des Jahres hättest du sozusagen genau gleich entschieden. Es hat, glaube ich, im letzten Jahr nur einen Sportler des Jahres gegeben mit seinem Sieg bei den US Open. Also das war so diskussionslos. In den Jahren davor hat er sagen wir mal, ein bisschen Pech gehabt, weil er immer ein fast übermächtiger Gegner mit Marcel Hirscher da war. Also der Dominik in anderen Jahren hätte er schon viel öfter diese Auszeichnung bekommen. Ja, wie gesagt, 2020 führte kein Weg an ihn vorbei. Völlig verdient, dass er das gewonnen hat. Vier große Sportler, die du da gerade genannt hast. Und wie schaut es aus beim Kasperl? Das ist ja etwas, was ich nicht so gerne verteile, den Kasperl. Ich wäre ja immer lieber nur bei der Krone, aber wer hat die bekommen? Ja, am öftersten der Skiweltverband, die FIS, für diverse Entscheidungen, die alles andere als nachvollziehbar waren. Dann haben wir es natürlich auch der Pandemie recht oft geben müssen, weil sie den Sport lahmgelegt hat. Von den Clubs wenig überraschend, unsere liebe Austria Wien 3-mal bekommen. Und der Sebastian Vettel, der bekanntlich in der Formel 1 eigentlich nur abwärts fährt, seit fast 2 Jahren oder länger schon, der hat sie genau wie die Austria auch 3-mal bekommen. Der Austria wünsche ich als Patriot, dass sie in Zukunft den Kasperl nicht mehr so oft bekommen. Der FIS-Weltverband entscheidet immer wieder eigenartig, also die werden schon noch einige Male kriegen. Und Corona ist hoffentlich bald vorbei. Corona hoffe ich, dass wir es nie wieder geben müssen, damit der Sport jetzt wirklich wieder schön langsam ganz, ganz normal laufen kann. Ne? Gefühlt geht es schon in eine richtige Richtung. Ich bin gespannt, wer heute Krone und Kasperl bekommt. Und wir werden das in 25 Sendungen wieder Revue passieren lassen. Und da nehme ich dann einen Sekt mit. Da muss der Michi Falli dann wieder mich daherlassen, damit ich was mitnehme zum Anstoßen. Nein, eigentlich, in Wahrheit hat ja der Falli am öftersten den Kasperl gekriegt für die blöden Fragen, die er mir ständig stellt und was er mir da immer für Vorwürfe macht. Aber das habe ich jetzt aus kollegialen Gründen habe ich das jetzt einmal verschwiegen. Der ist gerade eh genug beschäftigt und zwar mit der Europameisterschaft, zu der wir jetzt kommen. Deshalb verschonen wir ihn heute ein bisschen. Und da gibt es auch einiges zu berichten, einiges zu besprechen. Es war gestern ein turbulenter und extrem cooler Auftakt für Österreich. Ja, extrem cool, wobei das Spiel hat eigentlich alles andere als erfreulich begonnen. Der Franco Foda ist da auch recht viel Risiko eingegangen mit seiner Aufstellung, die in dieser Form niemand erwartet hat und es hat auch am Anfang so ausgesehen, als ob das Ganze nicht wirklich aufgehen würde. Es haben die Spielzüge gefehlt, es hat ja noch nichts ausgesehen eigentlich.
Hochruckfußball ohne Plan, ohne, wie gesagt, ohne dass Chancen herausgekommen wären. Dann ist plötzlich gekommen der geniale Pass von Sabitzer auf Leiner und das Traumtor von ihm. Wirklich ein absolutes Traumtor. Normal schießt solche Tore der Ibrahimovic, nicht ein Verteidiger, der ja der Stefan Leiner nun mal ist. Ja, man dachte schon, dass das alles sich zum Guten wendet. Und dann haben wir Nordmazedonien mit einem fürchterlichen Fehler leider das 1:1 geschenkt. Und plötzlich war wieder alles, ja. Österreich war ruhig, einmal ganz kurz in Österreich dem Moment. Österreich war sehr ruhig und es ist in, man hat auch gemerkt, dass dieses Tor die Spieler ein bisschen schockiert hat, weil in den Minuten darauf ist wieder einmal gar nichts gelaufen. Mhm. Ja, wir haben alle schon intern Redaktion, in der Redaktion gesprochen, oh je, das schaut alles andere als gut aus. Ja, was zum Glück war das Ende. Tor? Was sagst du zum Tor, war es ein Fehler? Von wem war es der Fehler? Vom Video Assistant Referee oder vom Bachmann? Das ist schwierig, also es gibt sicher Schiedsrichter, die in solchen Situationen auch auf Foul entscheiden. Würden man sich eigentlich in keiner Einstellung wirklich ganz genau, hat er jetzt den Ball fallen lassen, bevor ihn der Stürmer berührt hat oder danach eben und deswegen. Darum eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, meines Erachtens, war nicht zwingenderweise Foul zu geben. Und somit, ja, es war, wie auch immer, war es leider ein schwerer Fehler unseres Torhüters. Sowas dürfte ihm eigentlich nicht passieren. Ja. Es hat dann auf jeden Fall ein paar, mehrere Minuten gebraucht, bis das Ganze wieder ins Laufen gekommen ist. Sagen wir es einmal so. Ja, das ist eigentlich sehr vornehm ausgedrückt und zurückhaltend. Ich überlasse dir die harschen Ausdrücke. Wie würdest du es sagen? Naja, es hat bis zur, glaube ich, 58. Minuten eigentlich gedauert. Bis dahin war wieder einmal keine Ansätze von wirklichen Spielzügen oder sonst was zu sehen. Mhm. Und dann hat der Franco Foda eines sehr, sehr richtig gemacht, nämlich er hat sein Goldhändchen herausgezaubert, hat Gregoritsch und Arnautovic gebracht und von diesem Moment an war das Bild dann auf einmal ein ganz anderes. Auf einmal ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Es hat viel mehr funktioniert, als davor funktioniert hat. Und das Ergebnis kennen wir alle. Genau diese beiden Herren haben uns zum 3:1 Sieg geschossen. Zuerst der Herr Gregoritsch und dann unser lieber Freund Marko Arnautovic, der allerdings ein bisschen sauer war, weil er nicht von Beginn an gespielt hat. Es hat viele verwundert, dass er nicht von Beginn an gespielt hat. Was glaubst du, ist der Grund dafür? Naja, er war ja bekanntlich nicht ganz fit. Muskuläre Probleme in Oberschenkel, hat auch gegen die Slowakei deshalb nicht von Beginn an gespielt. Mhm. Nur, man hat auch gegen die Slowakei schon gesehen, was für ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, wie er aufs Spielfeld gekommen ist, allein nicht durch seine Präsenz und so weiter. Mhm. Ja, ich glaube, er macht einfach auch die Gegner ein bisschen nervös, wenn er da ist, weil die auch wissen, was der kann und dass der genau die Sachen machen kann, mit denen man nicht rechnet und die Sachen, die ein Spiel entscheiden können. Gestern hat er auch wieder das entscheidende Tor geschossen. Ich denke, am Donnerstag gegen Holland wird er wahrscheinlich schon von Beginn an spielen. Und dann, wir haben vorher gerade das Bild gesehen mit Alaba, wie er ihm da schon zu schauen drückt. Ganz lustig gewesen, muss man sagen. Ja, vielleicht haben sie gestritten, die zwei. Ne? War eigentlich eine Attacke. Schaut fast nach einer Attacke aus, ist es eine Liebe? Eine Liebe wie zwischen dir und zwischen dem Michi? Na, die beiden sind ja bekanntlich gut befreundet. Ja. Das war halt seine Art und Weise, ihn zu gratulieren. Und ich möchte schon einmal auf den David Alaba zurückkommen. Gestern hat er bekanntlich in der Verteidigung gespielt. Was sagst du dazu, dass er in der Position war? Ja, schau, er spielt bei Bayern eigentlich seit jeher Verteidiger. Das ist ja eigentlich früher links. Jetzt hat er zuletzt zentral gespielt. Mhm. Und wir haben uns ja schon alle immer gefragt, warum spielt der David Alaba im Nationalteam nicht auch dort, nämlich Verteidiger. Was macht der dort auf der Position? Genau. Hat sich ganz Österreich gefragt. Gestern war er wahrscheinlich der beste Mann am Platz, wurde auch zum Man of the Match gewählt, völlig zu Recht. Franco Foda ist da natürlich mit seiner Aufstellung ein gewisses Risiko eingegangen, das aber aufging zum Glück.
Trotzdem muss man fragen, nämlich nicht nur den Franco Foda, sondern auch andere Betreuer und seinen Vorgänger Marcel Koller, warum ist das nicht schon längst passiert, dass man nämlich den David Alaba dort spielen lässt. Ne? Ja. Ja, aber du sagst, Aufstellung gestern war, kann man so weiter spielen, die nächsten Match? Ja, also wir waren alle ein bisschen überrascht, aber grundsätzlich ist es gut gegangen und es wird wahrscheinlich auch gegen Holland ziemlich ähnlich aussehen, denke ich. Machen wir einen Blick in die Zukunft, einen kurzen für Österreich zumindest einmal. Was denkst du denn, schaffen wir jetzt den Aufstieg? Dieser Sieg war schon sehr, sehr wichtig. Der Aufstieg ist jetzt ziemlich nahe gerückt. Was mich an den Ganzen überrascht hat gestern, wir haben ja alle geglaubt, auch aufgrund der Leistungen von Österreich in den letzten Spielen, dass nicht wirklich eine Begeisterung für diese Euro da ist, dass die Menschen das weit weniger interessiert als vorangegangene Großereignisse. Aber jetzt habe ich mir die TV-Quoten angeschaut, es haben in der zweiten Hälfte durchschnittlich 1,5 Millionen zugesehen, obwohl die erste alles andere als gut war, wie wir schon besprochen haben. Ja, ich denke, gegen Holland wird es noch einmal deutlich steigern und plötzlich erkennen wir wieder eine echte Euphorie in unserem Land. Mhm. Da ist eine echte Euphorie da, es tut ja auch nach der Zeit irgendwie gut. Da ist so irgendwie ist wieder so ein Gefühl des Aufschwungs, so ist es, kann man sagen. Genau. Tut ganz gut, das heißt, jetzt gegen die Niederlande in Amsterdam wird schwierig, aber ist machbar. Also ich denke zumindest, ein Unentschieden sollte machbar sein. Mit einem Unentschieden sind wir dann auch wahrscheinlich so gut wie sicher im Achtelfinale. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall nervös und auch voller Vorfreude. Also ich schaue die Matches auch mit und bin immer ganz, ganz euphorisch. Und ich glaube, da spreche ich ein bisschen für Österreich. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einem Thema, das auch die Massen bewegt hat, eigentlich die ganze Welt bewegt hat, und zwar den Kollaps von Christian Eriksen. Das waren wahrscheinlich die bewegendsten Bilder, die man seit sehr langer Zeit im TV gesehen hat. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, weil es war wirklich auch für mich, wie ich es gesehen habe, schockierend, mir fehlen die Worte. Aber vielleicht war das ja auch ein bisschen das Problem, dass man so viel davon gesehen hat. Das war ein Riesenproblem und ich muss sagen, meines Erachtens völlig pietätlos das Ganze und man kann das durchaus als Megaskandal bezeichnen. Die Schuld liegt bei der internationalen TV-Regie, die wirklich 2 Minuten circa gezeigt haben, wie die Arzt ist ja gleich gekommen, Mitspieler, der Kapitän der Dänen, hat als erster eingegriffen und geholfen, wie dort um das Leben des Christian Eriksen gekämpft wird. Der Teamarzt hat mittlerweile erzählt, dass er eigentlich schon weg war, sprich schon gestorben ist. Sie konnten ihn zurückholen, zum Glück. Ja, es geht ihm im Moment den Umständen entsprechend gut. Das ist das Erfreulichste an der Sache. Erfreulich war auch, wie die ganzen Mitspieler reagiert haben. Unglaublich. Wir haben ja schon gesehen, das Bild, wie entsetzt, wie verzweifelt die alle waren. Haben einen Kreis um ihn gebildet, damit es keiner mehr sieht. Ja. Eins der bewegendsten Bilder, wahrscheinlich auch das von Simon Kjær, der zu seiner Frau geht und sie umarmt. Genau. Und versucht sie zu besänftigen. Also ja. Da stellt es mir jedes Mal die Haare auf, weil es einfach... Nein, es war wirklich erschütternd und normal ist, man darf ja nicht vergessen, es schauen ja da auf der ganzen Welt aber tausende Kinder zu. Also die bei sowas zusehen zu lassen, noch einmal, ist ein Megaskandal und eigentlich ja. Ganz klare Stellungnahme von unserer Seite, das war zu lang und da hätte man früher aufhören sollen, weil das ist einfach zu viel gewesen. Genau. Einfach viel zu viel. Ja. Zu viel. Aber wir sind froh, dass es ihm gut geht. Wir sind froh, dass er zumindest sein Zustand stabil ist und auch danke an die ganze Mannschaft, würde ich sagen, von Dänemark. Glaub ich unglaublich auch, reagiert und auch die Fans danach, wie die reagiert haben. Also alle haben ja dann seinen Namen geschrien, beide Seiten. Also es war ein unglaublicher Moment, aber zu lange. Es ist zu lange draufgehalten worden. Wir kommen jetzt noch ganz kurz zurück von Eriksen zur EM, weil das war wirklich wahrscheinlich einer der bewegendsten Momente bei der EM. Zu einer kurzen Vorhersage von dir, würde ich sagen. Wir machen eine kurze Frauenis-Vorhersage, um zurück zu was Positivem zu kommen, weil du kennst dich immer aus. Deshalb, bitteschön, einmal eine Frauenis-Vorhersage für uns. Frauenis-Vorhersage. Was sagst du? Wer gewinnt die Europameisterschaft? Ich frage es dich jetzt einfach einmal so, nicht einmal, wer ins Finale kommt. Ja, weil eigentlich für mich war immer Frankreich der Favorit, regierender Weltmeister. Die Mannschaft ist großteils unverändert. Ja,
Ich bleibe nach den ersten paar Spieltagen bei Frankreich als Topfavorit, wobei sehr begeistert haben mich auch die Italiener. Früher haben die Catenaccio gespielt, waren immer verschrien dafür, nur verteidigen und so weiter. Davon ist gar nichts mehr zu sehen, haben auch entsprechend hoch gegen die Türkei gewonnen, 3-0. Ja, gibt noch einige andere Anwärter, die Engländer und so weiter. Aber mein Topfavorit bleibt Frankreich. Und dann sage ich dir noch, aus ganz euphorischen Gründen und mit dem Wunsch als Vater des Gedankens, Österreich erreicht das Viertelfinale. Nur das Viertelfinale? Ja, ich bleibe einmal vorsichtig. Finale? Okay, gut. Sag, das heißt, Finale wird für dich wie ausschauen? Puh, da müsstet ihr mal jetzt anschauen, was da eigentlich möglich ist. Was möglich ist, okay, gut. Aber du sagst, wahrscheinlich Italien wären zwei gute Anwärter dafür. Es hängt ja natürlich auch von den Platzierungen in der Gruppe, ob wer dann gegen wen früher oder später spielt. Genau, ja. Genau. Aber sagen wir mal Frankreich und Italien. Sagen wir mal Frankreich und Italien. Sie sind zumindest jetzt nicht in derselben Gruppe. Gut, das heißt, wir haben einen Favoriten von dir. Wir werden in ein paar Wochen darüber sprechen, wie recht du hattest. Ich drücke dir natürlich wie immer die Daumen. Aber für mich wäre es am schönsten, wenn Österreich im Finale steht. Für mich auch. Das war der Wahnsinn. Aber das war halt jetzt doch sehr mutig. Das wäre sehr mutig. Kein auch ein 3-1 gegen Nordmazedonien, sowas vorherzusagen. Vor allem, was kann ich mir dann wieder vom Falle anhören, steht er das vor. Ne? Genau, das war der Wahnsinn. Das wollen wir vermeiden. So, und vom Fußball, worum sich eigentlich gerade die ganze Welt dreht, kommen wir jetzt noch kurz zum Tennis, wo gestern auch ein großes Ereignis stattgefunden hat. Ist ein bisschen untergegangen durch die Europameisterschaft, aber trotzdem sehr wichtig, das Finale der French Open. Und da hat Novak Djokovic wieder große Dinge erreicht, kann man so sagen. Ja, er war gegen den Herrn Tsitsipas schon 0-2 in Sätzen zurück. Sah so aus, als ob er da als Verlierer vom Platz gehen würde, aber er hat wieder einmal bewiesen, was er für ein großer Sportler ist. Hat das Match umgedreht und ich weiß nicht, ob du das weißt, er ist jetzt der erste Tennisspieler überhaupt, der jedes Grand Slam Turnier, also Australian Open, Paris, Wimbledon und US Open, mindestens zweimal gewinnen konnte. Also ein nächster historischer Meilenstein in seiner großen Karriere. Kann man auch nur applaudieren dazu. Kann man nur applaudieren, wo der Platz findet für diese ganzen Pokale. Die stehen sicher in einer Reihe. Großartige Leistung, kann man schon sehr stolz drauf sein. Muss man sagen, ja. Absolut. Absolut. Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, du verteilst jetzt das 75. Mal in Folge. Du gewinnst zwar nicht jetzt die Grand Slams zum zweiten Mal jeweils, aber du verteilst zum 75. Mal die Krone und den Kasperl, ist auch was. Muss ich dir ja leicht korrigieren, hin und wieder hat es der Herr Molze auch verteilt. Ah ja, stimmt, genau. Aber er hat immer ein Blödsinn gemacht dabei, also falsch verteilt. Na, Spaß. Der hat auch oft an den Dominic Thiem verteilt. So, bitteschön, mein Lieber. Kasperl kommt zuerst dran. Wer ist es für dich? Der Kasperl geht, kann man wahrscheinlich schon erahnen, an die internationale TV-Regie dafür, dass sie diese Szenen nicht sofort ausgeblendet haben. Wie gesagt, noch einmal, das ist einfach pietätlos, das will keiner sehen in dieser Form. Und wahrscheinlich sollte man auch die Verantwortlichen da ein bisschen zur Verantwortung ziehen. Auch die UEFA, meines Erachtens, dass das Spiel dann fortgesetzt wurde, war auch eine eigenartige Entscheidung. Angeblich war es ja die Entscheidung von Eriksen, aber... Ja, es wollten beide Teams, nur da muss man auch wieder sagen, alternativ wäre gewesen, am nächsten Tag um 12 weiter zu spielen. Das ist natürlich in Wahrheit dann nichts, weil bis dahin können die auch nicht richtig abschalten und sich wieder aufs Spiel konzentrieren. Leidtragend leider die Dänen, weil die hätten Frage, vielleicht... Ob sich die überhaupt jemals da in dieser Europameisterschaft wieder... erfangen, genau. Leider. Leider. Aber es geht ihm gut, das ist das Wichtigste. So, und die Krone, was Positives? Für die Krone gäbe es natürlich jede Menge Kandidaten, alleine aus dem österreichischen Nationalteam. Ich gebe sie diesmal dem Stefan Leiner für sein Traumtor. Wie gesagt, für einen Verteidiger nicht selbstverständlich, so ein Tor zu erzielen, noch dazu so cool zu bleiben, hat genau das Richtige gemacht, ja. Abgesehen vom Tor war auch seine ganze Leistung herausragend meines Erachtens. Also Stefan Leiner, wenn du wieder
in Wien bist, ich sehe, glaube ich, heute schon der Fall, dann werden wir dir diese Krone überreichen. Ich wollte gerade sagen, wir könnten auch am Donnerstag gemeinsam nach Amsterdam fliegen und ihm die überreichen als Motivation gegen die Niederlande. Das könnten wir auch machen. Da fiebern wir auf jeden Fall drauf hin. Gehen wir gemütlich Abendessen mit ihm. Genau, das werden wir sagen. Der freut sich sicher, mit so einer hübschen jungen Dame Abendessen zu können. Ich glaube, die Krone wird ihn mehr motivieren. Als Motivation fürs Nationalteam und für die kommenden Wochen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und ich sage danke, lieber Peter, für deine Zeit heute. Ich sage danke, Kim. Schön war es wieder mit dir. Wir freuen uns auf die nächsten 25 Folgen. Dann feiern wir den 100er. Den 100er, genau. Und auch der, da werden wir noch da sitzen und freuen uns drauf. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen, gesund bleiben und Daumen drücken bei der EM für die kommenden Wochen. Wiedersehen. Schönen Tag.